dann bekommen sie das natürlich auch. Ich spüre doch, dass sie sich auf den Weg machen. Einen wunderschönen guten Morgen, grüß Gott, das ist dann von Luxem Apparat. Guten Morgen, grüß Gott. Mit wem spreche ich? Ja, mit Fabian. Fabian, salut Fabian. Ja. Jetzt haben sie mich aber hier erlöst. Aber ich ganz komische Tiere. Nochmal bitte. Es sind ganz komische Leute, weißt du, ich bin nicht so, aber ist gut, ja. Was kommst du dir, weißt? Wer ist da? Der Sohn von Lux. Ich komme mit dem Fernsehen da. Ja. Der nette Mann. Der nette Mann vom Fernsehen, genau. Der Herr ganz in Weiß. Mhm. Ja, wie heißt der? Saint, wie Graf Saint-Germain, wie Saint-Tropez, Saint-Vincent-Tropez. Ja, ist schon gut. Super. Ja, ist schon okay. Mein Herz, ja. Also dann öffnen wir jetzt natürlich die Sternentor, lieber Fabian, ja? Ja. Super, Fabian, Sie... Ja, wie bitte? Ja. Das ist am Telefon. Ja, aber Sie müssen, aber Fabian. Fabian, erstmal was anderes. Sie machen bitte vom Fernsehen den Ton aus, weil wir telefonieren ja über das Telefon. Ja, ja, nee. Aber ich wollte nur fragen, was für Drogen nehmt ihr? Also, Bewusstsein nehmen wir. Bewusstsein. Jeden Tag, jeden Morgen eine Dosis Bewusstsein und Energie. Und gibt das in Pillenform, oder was? Also Sie können mich auf der Hotline anrufen, dann kann ich Ihnen jeden Tag Ihre Dosis geben. Jeden Tag Dosis Bewusstsein. Minztabletten habe ich hier. Minztabletten. Ja, Sie können jeden Tag mich anrufen und dann lade ich Ihnen diese Minztabletten mit meinem Bewusstsein und meiner Energie auf. Ist ja gar kein Thema. Aber das macht gar nicht, aber... Nein, also das macht sehr viel. Ich brauche Hilfe, aber nicht in Form von Tabletten, sondern... Ja eben, deswegen habe ich ja gesagt, und ich denke, es ist auf jeden Fall heilsamer als Alkohol, lieber Fabian. Oder? Tschüss! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich finde es aber lustig, ja? Also ich meine, wie es im Wald hineinruft, so schallt es hinaus. Und ich meine, da hat sicherlich heute mal ein Frühshoppen gemacht. Lieber Fabian, lass es dir schmecken. Prost, trink ein Gläschen für mich mit. Ich kann damit sehr, sehr gut leben. Ja, und meine einzige Droge...